Mäh jetzt mal gefälligst dein Gras, sonst bringe ich das zur Anzeige. Sonst schreibe ich beim Officer eine Anzeige, dass du dich nicht genug um dein Grundstück kümmerst und dass die ganze Nachbarschaft wegen dir hier vorkommt. Ich bin Officer Gammo. Warte, was? Taschendurchsuchung? Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Yeah. Logisch ist hau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft-Freunde mit... Achso, da muss ich jetzt Gambo sagen, ne? Gambo! Wird geschnitten. wir haben heute Großes vor. Wir nehmen heute nämlich die Renovierungsarbeiten in Angriff. Ich habe mich schon um einiges gekümmert. Und zwar begleiten Sie mich mal in mein Haus. Das ist mein Haus! Ah, okay, warte. Ups, falsches Haus. Oh Mann, ey. Jedes Mal schläft er ungefragt in meinem Bett. Okay, ich habe hier diese Säcke vorbereitet. Ja. Da sind verschiedene Dekogegenstände, alles, was ich zusammenkratzen konnte. Eigentlich wollte ich das erst für meine Hauseinrichtung nehmen, aber dann dachte ich mir, na komm, nehmen wir das lieber für das Hauptquartier vom, oder nicht das Hauptquartier, weil das Hauptquartier haben wir schon, aber das Zweitquartier, weißt du? Dann, Ist das einer der Säcke? Nee. Nee. Okay, ne, tüten wir ein, oder? Tüten wir ein. Wohin gehen wir damit? Na, zur Statue, da wo wir ausbauen wollen. Welche Statue? Na, die Ben-Statue. Ach so. Wo wir gestern mit Flo auch davor standen. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, ich bin jetzt so langsam. Ja, ja, ich laufe aber auch ganz langsam. Okay, warte, lass aber kurz am Denkmal vorbeischauen und eine Schweigeminute einlegen. Okay, für das verbrannte Haus? Ja. Okay, warte. So, muss man so runter gucken, ne? Ja, so. Ich hab schwere Knochen. Ja, das glaube ich dir. Ja, wo dann geht's nicht hier unten lang, ne? So. Ja, der Weg hier muss eigentlich mal ausgebaut werden. Die ganzen Blätter nerven. Ja, ich weiß gar nicht, wer die ganzen Bäume hier gepflanzt hat. Bäume auf dem Weg, hä? Ah, der Weg verwildert ganz schön. Das ist der Stinkefinger. Das ist kein Stinkefinger. Doch. Warum denkt denn jeder, dass das ein Stinkefinger ist? Das ist so ein riesiger Stinkefinger. Okay, pass auf. Wir machen den Eingang hier unten. Eigentlich wäre der Eingang ja hier ganz geil, oder? Nein, das können wir nicht machen. Okay, gut, dann nicht. Dann bauen wir den Eingang hier so rein. Hier. Ja. Ah, ja, wirklich komplett hohl? Ja. Also ich meine die Statue. Ja, ja, die ist komplett hohl. Nimm mal irgendeinen Flugmorph. Hast du Fledermaus eigentlich? Damit hast du auch Nachtsicht. Das wäre, glaube ich, hierfür am besten. Boah, warte, müsste ich gucken. Wird schwer, hier drinnen zu bauen. Also... Die Fledermaus habe ich leider nicht. Das ist nicht dein Ernst. Was? Du hast mir einen Creeper untergejagt. Habe ich nicht, ich bin auch gerade gestorben. Puh, da muss ich erstmal einen Gutachter rausschicken, das kann ich dir so nicht direkt sagen. Junge, weißt du, bekommst, egal wie viel du bei anderen rumbettelst, bekommst du dieses Budget niemals. Puh, dann richten wir erstmal. Wo sollen wir die Basecamp, Säcke aufstellen? Ja, hier, oder? Okay. So, passt das? Nee, der eine Fuß da unten ist immer noch zu dunkel. Haben wir denn hier alles zur Auswahl? Sicherheitsnetz? Sollen wir nicht runterfallen? Das okay, ist das für gut. Sicherheit, das bietet ja extra Sicherheit. Okay, ein Sack voll mit Fernrohren, das ist schon mal sehr schlau, da hast du mitgedacht. Ja, damit Reservedinger eingelagert werden können. Wasserhahn haben wir auch, Bratpfanne zum Essen machen, das ist alles super. Ich glaube, ich habe noch nie Essen in der Bratpfanne gekocht. Ich habe einmal Eier gemacht, die waren ganz lecker. Würdest du dich als Eierliebhaber bezeichnen? Meinst du jetzt so Spiegelei und sowas? Hm, ja. Ja, Spiegeleier sind super. Wir müssen erstmal schauen. Wir haben halt hier wenig Platz, ne? Das ist alles sehr, sehr hochkant. Ich will in diesem Abteil hier meinen... Wie viel Platz ist denn das hier? Ist das Ryans Insel? Da oben ist Ryans Insel. Oh, ja, du baust dich gerade in die Insel rein. Okay. Dann verkleiden wir hier die Decke. Ah, ich kann Toto hier oben auch hören. Toto ist gleich Toto. Ah, das ist ein Banger, oder? Der kommt von das mir. Ist ein Banger. Ja, ja, genau. Willst du das hier komplett aushöhlen, oder was? So jetzt, nee, oder? Wollen wir, ja gut, ja, das können wir Holz lieber bauen. Das macht es ein bisschen wohnlicher, glaube ich. Denn hier pink? Was ist denn bei dem pink? Flo hat außen die Haare so dran gebaut. Ah, so, ja, stimmt. So sollte das passen. So, ich mach mal ein Crafting Table. Ja. Und baue mal eine Kiste auf. Den ganzen restlichen Mist da reinpacken, der hier gerade noch so rumfliegt. So, warte, ich habe ein paar Leitern.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Lianen oder Leitern, um hier so von A nach B zu kommen. Ja. Wenn wir hier ich würde jetzt erstmal provisorisch so Leitern bis hier in den Mittelpunkt machen. Ja. Seile habe ich auch dabei, die funktionieren auch ungefähr so. So den Boden unten. Irgendwo hatte ich eine Sicherheitstür. Ah, hier. Metal Reinforced Door. Was bringt das? Das ist einfach so eine Sicherheitstür. So, und dann fangen wir hier an, ne? Holz. So, hier kommt man rein. Und dann hier die... Ah, warte, nee. Ich habe keinen... Aber da mache ich eine Druckplatte. Ich glaube, damit sollte das gehen. Ja, da müssen wir von innen, müssen wir mal einen Hebel oder einen Knopf. Warte, hier. Mache ich einen Knopf. Nicht ein, ich wollte den zur Seite packen. Oh, ja, okay. Dann mache ich das halt. Setz mich jetzt nicht unter Druck. So, was haben wir denn sonst noch in den Säcken? Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Mobiliar, habe ich gesehen. Okay, warte, so, ich habe erstmal die Druckplatte dahin gebaut. Kerzen für die Romantik, so, das ist auch außen super. Ist gefixt. Leitern, ich ziehe jetzt erstmal hier so eine grobe Leiter hoch, oder? Direkt neben dem Eingang? Na, dann lieber auf der Seite hier, oder? Ist das hier alles relevant? Ah ja, das sonst kann man rausgucken aus ihm. Ah, perfekt, da kann man hier noch Freiraum machen. Okay. Hier würde ich dann, glaube ich, die Seile runterhängen lassen. Das ist, glaube ich, ein bisschen cooler. Ja. Wo sind denn die Seile? Ah, hier, reicht das? Nee, warte, das muss so mittig runterhängen. Das sieht, glaube ich, viel cooler aus. Was haben wir denn sonst noch hier? Können wir hier drin Lagerfeuer reinpacken? Nee, obwohl, ich glaube, wir haben Kerzen, wir haben Kerzen. Wir haben Kerzen. Da habe ich extra Kerzenhalter gemacht. Die kann man ja auch stacken. Ja, safe. Reicht schon. Nein, da geht das ab. Ah, okay, warte, dann müssen wir das so hier machen. Keine gute Geheimbasis ohne Seile. Na komm. Mann. Ein Witz, komm. Was denn für ein Witz? Ich bin Situationskomiker. Aha. Was wird das hier? Die Beratungsecke? Das ist die Beratungsecke. Okay, warte, dann zimmern wir hier so einen Boden rein. In der rechten Schulter wird immer getagt. Ah, okay. Und in der linken Schulter wird meditiert. Ah. Los, Jungs, wir müssen in die Beratungsschulter. Schnell. Geheimmeeting in der Beratungsschulter. Und dann, nachdem wir uns beraten haben und alle einen Mental Breakdown haben, geht die Hälfte hier rüber zum Meditieren, um wieder klarzukommen. Oh, hier habe ich was richtig Cooles, aber da muss hier ich... Hier ist halt unser Meisterplatz und wir wollten halt die Augen eigentlich freistanzen, ne? Das war so eine Idee von Flo. Ich baue mal hier kurz ein Loch rein, damit wir raus und rein können. Mal, geht das so, wenn wir einfach nur die schwarzen Pupillen wegmachen? Gibt es irgendwelche Falten? Das ist ein Creeper! Oh, ey! Ah! Nein, da! Ah, da! Oh mein Gott! Zwischen den Augen! Wie asozial! Schnell, mach den weg! Boah, der hätte den Kopf einfach weggesprengt jetzt, ne? Das wäre eine heidene Arbeit gewesen. Unbedingt schnell kommen. Ich stelle kurz noch Fackeln auf. Nicht, dass hier gleich noch ein Monster-Ding oder irgendein Creeper in Ben drinne spawnt. Wäre schon cool. Also, ich meine, das wäre nicht cool, aber... So, ich habe schon mal hier oben im Kopf ist dann unser Heiligtum. Aber man kann Seile so nicht nach unten oder was? Das sieht halt wirklich schon geil aus. Um ein bisschen hier den Flair einzuleiten für die Meditation, kann man da dann so ein paar Blümchen reinpacken. Hier hoch. Komm mal mit, in den Kopf hoch. Hoch in den Kopf. Oh, da muss ich noch eine Leiter platzieren, so. Ja, dann wollte ich hier drei und da drei, so. Hier machen wir dann unsere Zeremonien. Hier stehen wir dann. So, was haben wir denn noch? Ah, wir haben noch ein paar Hocker. Ich habe noch so ein paar Küchenutensilien. Die können wir noch aufstellen. Frage, wo wir am dümmsten unsere Küche aufbauen? Oben mit oder eher hier in diesem Zwischenbereich? Ja, dann hier so. Oh, wir haben das richtig gut aufgeteilt, ne? Hier ist so Tagungsstätte mit Büchern und hier ist so richtig unsere Meditationsgegend mit Blumen und alles. Das ist cool. Und auch noch praktisch optimierter Lagerraum. Ach, das ist einfach eine Kiste, wie cool. Aber sieht das dann visuell auch so aus, wenn man da was reintut? Nee, ist anscheinend leer. Oh, schade. Wir müssen mal ein paar Blümchen holen. Hast du noch Knochen? Ah, warte, hier, ich habe Knochenmehl. Geh mal die großen Blumen mit Knochenmehl bedimmeln. Ich habe auch noch Knochenmehl, oder? Welche großen Blumen?
Die Zweierblumen kann man duplizieren, wenn man da Knochenmehl drauf drückt. Da sind doch gar keine Blumen drinne. Hä? Du sollst rausgehen! Ach, draußen! Ja! Sag das doch! So. Welche Farbe? Alles Mögliche, guck, was du findest. Ich baue mal hier ein bisschen mit dem Holz um. So, das könnte eigentlich ganz cool aussehen. So. So, oh ja, das sieht gut aus. Machen wir das so. Ich habe halt diese Türen gecraftet aus Mangroven, also so mangrovenmäßig angehaucht. Ist hier drin aber ein bisschen zu eng, um so normale Türen zu benutzen. Kannst du irgendwo hin? Und den hast du ja wirklich hübsch platziert, Gammel. Ich wusste nicht, wohin! So, und hier jetzt die Blumen rein. Hier passen nur große Blumen rein, oder? Ja, dafür habe ich dich doch losgeschickt. Achso, ich habe für die kleinen Blumen jetzt gesorgt. Aber warte, ich habe doch auch... Ich höre nur. Ja. Keine Lösungsansätze, nur Geheule. Jetzt reicht's mir. Laternen muss ich nachher nochmal holen, die rüste ich dann nach. Bring mal mehr mit, weil ich habe hier insgesamt fünf so eine Töpfe. Ich muss noch was essen, ey. Ich sterbe gleich. Allgemein mehr mit Laternen dann aushängen. Es ist ein bisschen doof jetzt gerade von der Beleuchtung. Oh, das sieht ja anders smooth hier aus. Hast du richtig hübsch gemacht. Was denn? Na, mit dem Blümchen vor dem Meditationsspace. Dann das klipp und klar getrennt. Meditation mit Blumen und Ich hab mich aus der Ben-Statue gerade rausgebaut und wäre fast gestorben. Perfekt. So, da haben wir ja schon viel geschafft. Das ist jetzt gleich viel, viel wohnlicher. Oh ja, das sieht doch schön aus. Ich habe hier oben noch welche. Hast du noch ein paar Blümchen? Ja, klar. Zufällig Sprucewood oder so noch? Was ist das? Das ist hier dieses Fichtenholz. Fichtenholz? Ich habe nur noch Schwarzeichen. Egal, hol ich später. Oh ja, die Blumen geben so ein richtig schönes Ambiente. Hier oben habe ich auch noch einen Topf, wenn du noch eine Blume hast. Hatten wir nicht mehr solche Lampen? Wo sind die denn überall hin? Ich habe noch zwei im Inventar. Ah, gib mal her. Ich kann auch Laternen holen. Ich habe richtig viele Laternen. Oh ja, könnten wir eigentlich auch machen. Anstatt, ja, holen wir noch ein paar Laternen. Aber hier würde ich so Lampen nämlich aufhängen. Ja, ich würde nämlich anstatt die Fackeln irgendwie Laternen... Ja, hundertprozentig. Wo ist denn... Hattest du hier keine Blume mehr? So, warte. Für den Topf hier oben? Achso, ja doch, habe ich. Zack. Perfekt. So, ich komme gleich wieder, weil ich habe richtig viele Laternen. Es ist halt wirklich, eigentlich ist das total crazy, was wir jetzt hier reingezimmert haben. Aber ich sag ehrlich, das hat Flair. Das ist ein geiles Ambiente. Hier kann man vor allem eine Menge Stuff einlagern. Ja. Der Mann ist so breit gebaut, da passt eine ganze Wohnung rein. Der eine Fuß ist noch nicht ausgebaut, aber da könnten wir ja mal ein Meeting einberufen, was wir da am besten machen. Vielleicht ist das der Eingang zu einer weiteren Geheimbase unter der Geheimbase. Und dann bauen, wir da das Haus hin. Wollte ich gerade sagen, da bauen wir nochmal das Haus hin. Ey, das wäre wirklich so eine verschachtelte Kacke, ey. Ich finde das geil, dass man jetzt einfach aus den Augen rausgucken kann. Und ich will mal gucken, wie das aussieht von außen. Ah ja, doch, man erkennt, dass es hinter den Augen frei ist. Aber geh du gleich mal hoch. Ich will mal gucken, wie das von außen aussieht, wenn sich da jemand hinstellt. Ich bin mal auf die Reaktion von den anderen gespannt, wenn wir den... Wenn wir denen das neue Außenquartier zeigen. Oh, Digga, wieso hast denn du so viele? Von den Tradern. Was so ein kleines bisschen Dekoarbeit ausmachen kann. Das stimmt wirklich. Echt cool aus. Bin ich gespannt auf unser erstes Treffen. Wenn wir alle mal wieder hier zusammenkommen. Und dann wird Ryan hier oben geopfert. Oh, müssen wir eigentlich, keine Ahnung, müssen wir uns auch irgendwas einfallen lassen. Aber das würde ich in der Gruppe beschließen. Ja, das muss in der Gruppe beschlossen werden. Jetzt haben wir erstmal nur den groben Ausbau gemacht. Ich glaube, das ist schon mal wichtig. Das sieht echt cool aus, ja. Könnte man irgendwas auf den Boden klatschen? Müsste man mal gucken. Oder man baut gar nichts direkt rein, sondern es geht eher so um die Zeremonie selbst, was wir da abhalten. Ja.
wir treffen uns in der Schulter in 2 Minuten. Und dann alle, schnell Schultermeeting. Oh Mann. Und dann sitzen wir hier. Ist das schlecht. Aber das sieht echt cool aus hier drin. Das sieht echt cozy aus, ja. Man kriegt auch alles unter. Also gut, man hat hier nur 3 Sitzplätze, aber... Oh, und von außen sieht man ja nichts, oder? Wir haben jetzt nichts verändert. Bis auf die Augen. Ich gehe nochmal raus. Oh, eigentlich könnte man voll die kranke Schaltung machen, dass hier so eine Fackel ist, weißt du, so eine Hebelfackel. Ja. Und dann drückt man die, um da reinzukommen. Das lassen wir mal noch nachrüsten, ne? Okay, ich habe ja aber gerade keinen Redstone zur Hand. Und jetzt die Beauty Shots. Beauty Shots? Ich bin echt mal auf Flo's und Elina und Ryans Reaktion gespannt. Ja, Mann. Wenn wir denen das zeigen. Das ist für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einer neuen Folge, meine Freunde, wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und ein logisches Cheerio. Ciao.